Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu Teil 3 meines Specials zu Kleinkind-Accessoires. Wir sind hier jetzt in einer ganz, ganz neuen Familie, die ich so noch nie gespielt habe. Und wir haben jetzt auch ein Kleinkind drin. Und die kleine Claire, die hat sich direkt schon mal ihr Spielzeug gesucht. Übrigens, fragt mich nicht, warum bei mir die Kleinkinder alle Alien-Augen haben. Ich habe keine Ahnung, das ist schon eine Weile so. Oh, die kann auch nicht richtig laufen. Durchkriechen oder was ist das? Kriech mal durch. Komm, probier das mal aus, kleine Maus. Aber ist sie nicht süß? Ich finde sie so knuffig. Hat doch direkt an zu den neuen Sachen an, wenn mich nicht, mit den neuen Kleidern an, wenn mich nicht alles täuscht. So, wollen wir doch mal gucken. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn sie da durchklettert? Ein Bällebad müssen wir gleich auch noch kaufen, aber ich hatte nicht für alles Platz hier. Wow, die war jetzt schnell da oben. Was zur Hölle? Wie hast du das so schnell da hochgeschafft, Kleine? Ach, ist das süß. Es ist echt süß. Und, wie kommt sie jetzt wieder runter? Ach, dann kommt sie direkt da wieder runter. Nee, da hinten ist sie jetzt rausgekommen. Wie wäre es, würdest du mit ihr mitspielen wollen, wenn wir hier auf Durchkriechen gehen und er kommt wieder vorne vor? Nee, guck jetzt kein Fernsehen, mach was mit deinem Töchterchen. Können wir dann das hier anwählen, dass wir was zusammen machen? Oder wie? Weil irgendwie konnte man hier doch auch genau als Monster spielen mit Claire. Ein sehr überzeugendes Monster. Die steht hier auf ihrem Balkon quasi. Oh. Das heißt also, je nachdem könnt ihr jedes Mal was anderes machen, oder wie? Aber immer nur, wenn sie gerade durchkriechen, oder? Sie ist traurig. Warum? Knie aufgeschrammt wegen Kleinkindtunneln. Aua. Oh Gott. Oh Gott, nicht traurig sein. Jetzt müssen wir gleich erstmal ein bisschen trösten. Ist sie da hinten wieder rausgekommen? Oh nein, tröste sie. Oh, das kommt vor, kleine Maus. Das wird noch häufiger passieren in deinem Leben. Alles gut. Ja, Bärchen kommen nicht im November, aber... Oh. Ich würde das aber gerne nochmal ausprobieren. Was will sie? Hanna um Essen bitten. Ja, machen wir auch noch. Deine Mama muss gerade erstmal die neuen Leute kennenlernen. Meine Güte. Nicht grob vorstellen. Da ist Summer. Na los, lass die Kleine mal wieder runter. Sie soll hier noch mal ein bisschen testen. Wir wollen ja gucken, was genau wir alles machen können. Okay, er hat jetzt gerade ein ganz kurzes Standbild. Ich bin auf den Desktop geflogen. Okay, jetzt geht sie wieder rein. Jetzt können wir mit ihm nur als Monster spielen. Wir können mit beiden nur als Monster spielen. Ich weiß es nicht, was wir sonst noch so machen können. Damit das hier ein bisschen... Ja, damit man unterschiedlichere Sachen machen kann. Weil wir haben ja schon gesehen, dass da auch andere Sachen möglich sind. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau, wie das funktioniert. Aber wir können ja hier mal... Guck mal hier. Klettern und rutschen. Bei Klettern geht es ja vielleicht unten runter durch den Tunnel. Was ist das? Na, kletter und rutsch mal. Na, komm mal eben rüber, kleine Maus. Klein Clea auf Erkundungstour. Oh, lang ist sie jetzt nicht mehr traurig. Jetzt geht's wieder. Tunnelspaß wegen Kleinkindtunnel. Der Tunnel, los, ab durch den Tunnel. Okay, diesmal hat sie anscheinend Spaß gemacht. Sehr gut. Schön. Ich will ja nicht, dass sie jetzt hier permanent traurig ist. Und jetzt klettert sie dann nur da drauf rum hinten.
Oder wie? Und dann setzt sie sich so da oben drauf. Das ist ja auch süß, ne? Von da oben ist alles so klein. Da kann man sich alles angucken. Ja, ich bin als Kind immer gerne geklettert. So gut ich konnte. Okay, schicken wir sie mal noch auf die Rutsche. Genau, rutsch mal. Und dann können wir auch hier Kleinkind beim Klettern helfen. Das machen wir gleich mal. Das machen wir gleich mal mit Hannah. Beziehungsweise Henna, ich wollte sie Englisch ausgesprochen haben. Und... Ah. Und es macht ihr Spaß. Das ist doch supi. Hier, hilf ihm mal beim Klettern. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Weil das haben wir ja auch schon im Trailer gesehen, dass sie dann so, ja, vor der Rutsche stehen und sie quasi auffangen. Ich finde das so süß. Ich muss sagen, ich habe ja teilweise, habe ich mich ja früher echt über die kleinen Kinder geärgert. Ich fand sie immer ein bisschen nervig in Sims 2 und in Sims 3. Gut gemacht. Ups. Ich habe meine Tastatur gesponnen. Aber ich finde sie in Sims 4 einfach so süß. Oh. Was ist jetzt? Jetzt ist sie wütend, will Happa, weil sie hungrig ist. Ja, dann bring ihr mal gerade was zu essen. Haben wir überhaupt was zu essen? Oh oh. Oh oh, Kinderbetreuung. Wir haben keinen Hochstuhl. Da hatte ich jetzt nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Haus hier ist nicht für Kleinkinder eigentlich ausgelegt. Wir haben auch kein Töpfchen und nix. Komm, dann kaufen wir mal gerade noch einen Hochstuhl. So, hier, guck mal, das passt sogar vom Grün her zu den... Zum Sofa stellen wir den da mal kurz hin. Dann kann sie der Kleinen mal eben Essen geben. Apfelmus. Und dann verkaufen wir hier mal gerade die Tunnel, auch wenn sie eben so einen Spaß damit hatte. Aber... Wir wollen uns ja nun auch noch das Bällebad anschauen und alles kriegen wir hier leider nicht unter auf dem kleinen Grundstück. Machen wir mal so die Farbe, oder? Oder machen wir es so? Wir machen es so, komm, Standardfarbe. So, aber erstmal muss sie jetzt was essen, ansonsten wird sie mir gleich noch richtig motzig. Verständlicherweise. Guck mal, jetzt nimmt sie sich ja schon was. Jetzt hat sie sich was zu essen genommen. Guck mal, sie will jetzt ihren Gourmet-Obstkuchen essen. Kommt sie da drauf? Wie isst sie denn jetzt? Ach, sie fragt jetzt, ob sie jemanden da auf den Stuhl setzen kann. Oh, das ist so cute. Jetzt hat sie aber ihr Apfelmus. Okay, Hauptsache es schmeckt ihr. Oh, sie ist total traurig. Warum denn jetzt schon wieder? Furchterregende Rutschpartie. Das ist viel zu schnell. Viel zu schnell. Die Rutsche macht mir Angst. Ach Gott, kleine Maus. Ist mal so ein bisschen... Ein bisschen mimosig ist die Kleine schon, ne? So ein ganz kleines bisschen. Wollen wir sie noch irgendwie noch rausholen? So, rauslassen, weil das will ich nämlich jetzt gerne noch ausprobieren. Die Folge ist dann zwar nicht besonders lang, aber ja, so unheimlich viel Gameplay ist auch nicht. Was ich noch ausprobieren möchte, ist, was das hier oben mit diesem, das heißt, es ist eigentlich schon viel Gameplay für ein Accessoire-Pack. Eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren, die hatte ich gerade fast vergessen. Wir haben ja noch dieses Baumhaus. Das wüsste ich jetzt auch gerne mal noch, was das damit auf sich hat. Genau, dieses Teil hier. Das stellen wir hier auch mal noch hin. Das hat war so ein bisschen was von einem Kratzbaum, von einer Katze.
So, hier im Bällebad spielen. Nee, das will ich mir aufheben. Was kann sie da machen? Mit Puppen spielen. Das ist halt so ein Puppenhaus. Oh, jetzt hat sie in die Windel gemacht. Aber sie stinkt nicht. Warum auch immer. Lea ist bloß ein hilfloses Kleinkind. Betreuer und andere Sims des Haushalts müssen sich um sie kümmern. Oh, nennen sie nicht hilflos. So hilflos ist die kleine Maus gar nicht. Okay, das heißt, sie kann... Oh, wie süß ist das denn bitte? Das ist halt wirklich, das ist ein Puppenhaus. Aber nicht mit so Sims-Puppen, sondern mit so Tierpuppen. Hier so ein Eichhörnchen mit kariertem Röckchen und Top und so ein Blumenkranz oder Kleid oder was das ist. Das ist ja eine voll süße Idee. Nur schade, dass das Puppenhaus da nicht auch so ein bisschen eingerichtet ist. Ansonsten finde ich das aber echt super süß. Total knuffig. Okay, jetzt noch unter Aufsicht hier einmal rein. Haben wir hier noch Aufsicht? Komm hier hin. Oh, der Obstkuchen scheint dir gar nicht geschmeckt zu haben. So, also das wollen wir uns jetzt auch noch angucken, oder? Ah, ja, hier muss ich aber echt nochmal meine Kritik aussprechen. Ich mag das nicht, dass das hier so eine komplett flache Fläche ist, dass nur so ein paar einzelne Kugeln rausgucken. Das hätte ich schöner gefunden, wenn man das bei hohen Grafikeinstellungen, wenn dann wirklich alles einzeln sichtbare Kugeln gewesen wären. So sieht das doch leider nicht wirklich plastisch aus. Das muss ich ein bisschen kritisieren. Aber es ist trotzdem süß. Ich hätte auch gerne ein Bällebad im Garten gehabt als Kind. Sie scheint es auf jeden Fall zu genießen. Ah. Das ist voll süß. Also ich muss sagen, das Aussehen muss ich ein bisschen kritisieren, weil das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Aber an sich finde ich die neuen Gameplay-Objekte für die Kinder wirklich gut. Und wenn ich das jetzt hier mal so Revue passieren lasse, das ist dann ja auch ein Gameplay-Objekt. Zwar nicht hundertprozentig neu. Wir kennen die Puppenhäuser schon. Also, aber wir haben immerhin drei komplett neue Gameplay-Objekte. Mit der Rutsche, den Kletterrohren, diesen Tunneln und dem Bällebad. Und noch einen neuen Stilverein, schon vorhandenes Gameplay-Objekt, nämlich dieses Puppenhaus hier. Ich finde es wirklich cool, muss ich sagen. Und ich finde es auch sehr, sehr süß. Klar, es ist jetzt nicht so, dass es extrem lange einzeln für sich alleine fesselt. Aber es ist ja auch nur ein Gameplay-Pack, ein Accessoire-Pack. Von daher ist es ja auch das kleinste Pack, was das Spiel im Endeffekt nur ein bisschen erweitert um einige wenige Dinge. Mm. Oh Gott, was hat sie? Weil sie alleine ist wahrscheinlich, ne? Ja, sie erschöpft ist. Oh je, Rabeneltern. Bring sie ins Bett. So, in Schlaf lesen. Okay. Aber ich glaube, das war auch schon alles vom Gameplay her. Ich würde mich mal persönlich über eure Meinung freuen zum Gameplay. Sagen euch die neuen Objekte zu? Oder sagt ihr, okay, nee, das ist mir zu wenig? Oder stört euch irgendwas da dran, dass ihr sagt, okay, nee, hätte ich mir vielleicht mehr von versprochen? Oder wie seht ihr das Ganze denn? Werdet ihr euch jetzt, nachdem ihr vielleicht auch schon auf Fanseiten und verschiedenen Videos das Ganze gesehen habt, nochmal im Detail, hat es euch überzeugt oder sagt ihr jetzt, okay, jetzt wo ich die Inhalte näher gesehen habe, vielleicht eher doch nicht? Ich bin gespannt, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Und das war's dann von diesem kleinen Gameplay-Einblick in die Sims 4 Kleinkind-Accessoires. Und ja, ich bin gespannt, was dann als nächstes so kommt. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!